ich werde jetzt jeden Samstag 18 bis 20 Uhr Minecraft Doors streamen, live hier auf YouTube. Hey, hey, hallo Leute und willkommen hier zurück zu Minecraft Doors. Und heute ist wieder der Fisch da dabei. Juhu, bravo! Bravo, bravissimo! Hallo! Hi! Juhu! Bitte abonniere den Kanal und schlag gleich die Glocke, um Teil der Menschlichen zu sein. Willkommen in der Familie. Viel Spaß beim Video. Hallo! Hallo, oh, hallo. Oh, oh, oh. Und ich habe mir gedacht so, yo, wir nehmen das hier nochmal Anschluss auf. Es hat gerade so viel Spaß gemacht mit dem Fisch da und einfach generell Minecraft Doors. Und da es ja jetzt täglich kommt, habe ich gesagt so, yo, hast du nicht noch Lust und Zeit, was weiter noch zu machen? Und wir machen heute was richtig Cooles wieder. Und zwar, wir haben eine Lösung gefunden, wie wir das hinkriegen können mit dieser Stromgeschichte. Stromgeschichte, das hat mit Strom zu tun, aber wie gesagt, wie wir das hinkriegen können, das zu braten, also das Stein zu backen und zu Cleanstone zu machen, ohne Kohle zu verschwenden. Ist das nicht geil? Juhu. Juhu. Keine Kohle. Juhu. Und zwar den Aloy-Smelter. Ich als erstes Mal, dass ich einen YouTuber schreie, höre, keine Kohle, juhu. Juhu, juhu. Und zwar habe ich hier schon erstmal alles ein bisschen vorbereitet zwischen den Aufnahmen für die ganzen Sachen. Denn wenn ich jetzt mal hier schaue, Aloy-Smelter, wir brauchen unbedingt einmal hier die Basic ja, keine Ahnung. Ihr wisst schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt aussprechen soll. Kapazitator. Ich schwätze immer das alles auf Deutsch. So, wie so es du hast gesagt, du hast ein bisschen Redstone für mich, weil ich bräuchte zwei Stück für den Kapazitator. Eins, zwei. Hat das nicht funktioniert? Nee, es hat nicht funktioniert. Nee, du musst es separat rausziehen, naja. Jetzt. So, dankeschön. Machen wir das jetzt so, so, dann so. Dann machen wir hier noch das Eisen rum und, nee, wie war das? Ich bin jetzt gerade. Ich war das nochmal? Jetzt her wieder. Gold war das. Kein Eisen. Gold. Ich hätte gern Käufe, aber ich hab selber. So, Basic. So, da haben wir's. Tada! Ich muss mal nur ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Ist das nicht toll? Oh nein, nicht mein Sakura-Wood. Das will ich nicht verbrauchen. Das will ich nicht verbrauchen. So, wir brauchen nachher gleich noch Glas. Wir brauchen Holz. Holz habe ich noch ein bisschen. Das können wir jetzt erstmal sonst den Rest ein bisschen wegpacken. Das behalten wir jetzt nochmal erstmal. Und das Glas brauchen wir jetzt auch nicht, genauso wie das nicht. So, wir haben jetzt noch die Sache, dass wir uns Öfen craften müssen. Das ist ja relativ einfach. Wir gehen mal ganz runter, denn wir haben ja jetzt schon eine Farm. Dafür können wir das Cobblestone schon sehr gut benutzen. Und zwar für die. Bin mal gespannt, wie viel da schon drin ist. Boah, Junge. 1024 Stone. Steht das da richtig drauf? Wenn man Kiste oder so oder auch Öfe ansneakt, kriegt man da ein bisschen Spioniere auf fremde Grundstücke. Alter, 1000. Junge, das ist echt krass. Das ist echt krass viel. Und jetzt stell dir vor, du bist mal über Nacht nicht. Ah, oh, dann ist die Kiste ratzfatz voll. Die ist ja selbst so, in einer Stunde ist sie ja schon voll. Junge, Halleluja. So, und wir machen uns jetzt drei Öfen. Ich weiß, sicherlich habt ihr schon bei einem oder anderen das schon gesehen, aber ihr müsst jetzt hier leider durch, meine Freunde. Ihr müsst hier leider durch. Wir haben jetzt drei Öfen uns gecraftet. Jetzt drücken wir nochmal R. Wir brauchen für die ganze Maschine brauchen wir jetzt die Zäune. Und das machen wir jetzt uns auch noch ganz einfach. Das ist zum Glück das Gute, dass wir 16 Zäune rauskriegen. Das ist natürlich schon mal perfekt. Und jetzt schauen wir nochmal rein. Wir brauchen jetzt einfach eigentlich gar nicht mehr viel, sondern wir haben jetzt hier die Zäune, brauchen 4 Eisen und diesen Cooperator. Cooperator, so hieß das doch, glaube ich, hier. Ne? Oder Kapazitator, genau. Das heißt, wir machen jetzt den hier. Wir setzen den hier in der Mitte und wir setzen Eisen. Beziehungsweise habe ich das falsch gesetzt. Wir setzen das Eisen in den Mitten. Als Kreuz und die anderen da. So. Und jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel zu tun, sondern nur noch uns hier die drei Öfen zu setzen. Hier das und natürlich einen Kessel zu machen. Und den Kessel, den machen wir uns jetzt noch schnell. Zack, zack, zack. Und dann haben wir den Smelter auch sofort fertig. Hier die drei Öfen, dann einmal das in die Mitte und Eisen ringsherum. Und schon haben wir den Aloy-Smelter, Leute. Guck
Guckt euch das an, Freunde. Und was brauchen wir jetzt noch? Einen Alloy-Smelter zum Betreiben? Brauchen wir noch Solarpanel. Wir müssen nur gucken, wie wir das machen. Wir müssen das Solarpanel ja nach außen, hier draußen stehen lassen, aber der Ofen ist ja... Ja, das ist das Problem. Entweder wir brauchen ein Loch, nach unten geht, dass die Sonne nach unten scheint. Oder vielleicht kann man auch mit den Pipes quasi die Steine hochleiten. Ja, genau. Genau. Das wäre... Wenn ich mal nach unten stehe, wo das rauskommt und du gräbst dich zu meinem Namen... Ja, bitte, das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Ich hätte mal gesagt, hier so... Okay, ich grab mich aber mal hier runter. Oh ne, das hier runtergraben ist natürlich nicht so gut. Warte, ich muss mal schauen, dass es auch passt mit meiner, ja. Mit dem Dings hier. Kannst du das Ganze auch ein bisschen weiter südlicher machen, dann ist es in der Wand drin, aber das macht ja nichts aus. Ja, ich wollte gerade sagen, ich mach das glaube ich hier. Ah nein, jetzt habe ich das gedingst. So, warte, ich mach das nämlich hier. Das ist nämlich besser, weil hier ist dann nämlich später ein Hohlraum. Und hier kann ich dann besser hoch und runter. Ich komme! Bin auf dem Weg! Hallo! Juhu! Gleich da! Bin gespannt auf den Bus. Ah! Oh! Hallo! Hi, hi! So, dann machen wir das nämlich ganz einfach. Genau. Dann bauen wir blocken wir das erstmal hier einmal ab. Ich weiß nicht, du könntest wahrscheinlich auch einfach eine Gabelung machen und dann wird Hälfte aufgeteilt werden. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest war es bei anderen Pipes so. Also wenn du jetzt das Lash und eins nach oben leitest, müsst theoretisch da oben dann auch was raus. Hast du Kiste zufällig im Inventar oder hier? Probier mal mit dem aus. Hier, guck mal. Storage-Dings hier. Setz das mal testweise oben an, ob da dann auch was ankommt. Dann sieht man ja, ob sich's aufteilt. Ja, ich schau grad rein. Moment. Das wäre natürlich wünschenswert. Unten kommt fleißig was Neues dazu. Oben? Nee, oben nicht. Leider nicht. Leider nicht. Hier hinter dir. Nee, dann müssen wir das, wie gesagt, leider, geht das so nicht. Dann muss man sich jetzt halt entscheiden. Wenn ich hier jetzt abbaue, droppt hier halt das ganze Stein. Das ist natürlich auch jetzt nicht so super. Ja. Wie wär's, wenn du von der Kiste weg, Pipe legst? Also, dass es quasi in die Kiste geht und von dort aus dann nach oben? Das geht? Oh, ich weiß es nicht. Müssen wir auch probieren. Machen wir das vorsichtshalber erstmal so. Ja, okay. Dann liegt der Pipe. Da ist die Pipe nicht. Die liegt da rum. So, warte, ich gehe jetzt erstmal hier oben rauf und stacke mich hoch. Ich laufe auch so rum. Na, Pipe, komm. Einsammeln. Na, jetzt aber hier. Jetzt hab ich hier verkackt, du. Moment. Warte. So, hier. Na, kann ich mich hier gar nicht hochstecken? Mit den Pipes? Nein. Hab ich noch nie gemacht. Das geht leider nicht. Jetzt muss ich das anders machen. Ding. So, und jetzt komme ich nach oben. Oh, das ist jetzt wieder, ne? Oh, das ist für mich wieder so faszinierend, weil ich, wie gesagt, gar keine Ahnung habe von dieser ganzen Technikgeschichte. Und ich habe mich in die Sache eingelesen, die ich braucht habe. Hui. Ich muss ein bisschen tiefer. Na, komm. So, noch. Schubst mich halt runter! Nee, warte. Das verbindet sich ja automatisch mit dem Ofen. Vielleicht kannst du ja einen von deinen Öfen durch das Dings ersetzen und das so, aber das ist ja dann auch noch im Haus drin. Weg im Strom. So meinst du, ne? Und dass wir dann sagen, wir setzen den Alloy Smelter, den setzen wir dann einmal hier hin. Ja, könnten wir ja mal so probieren.
Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob der von unten dann richtig gefüttert wird, beziehungsweise von wo man dann das wieder oh, das Kiste ist jetzt packt. Natürlich jetzt alles doof. Obwohl, hier, doch, ne? das funktioniert doch, das müsste funktionieren. Moment. Na, weil das kann ist doch jetzt sein, alles doof hier, ne, mit dem ganzen Hin und Her. Weil irgendwie, das macht auch wieder mein ganzes Konzept vom Haus kaputt. Eigentlich wäre es am besten, wenn wir das wirklich unten lassen würden. Aber das Problem ist dann, den Strom wieder runterzukriegen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Beziehungsweise, das macht man doch mit diesen Kabeln, ne? Mhm. Warum machen wir das nicht anders? Wir setzen einfach hier ein Kabel runter. Und dann machen wir das doch unten, weil das würde mir unten besser passen. Dann können wir uns unten ausbreiten, dann kann ich meinen Keller demnach bauen. Tja, Freunde, jetzt wieder hin und her. Aber das gehört dazu. Tüftelei muss einfach sein. Und dann können wir das nämlich richtig cool machen. Dann können wir nämlich den Ofen hier zwischensetzen. Beziehungsweise, doch, das passt. Dann kann ich nämlich Input-Output einstellen. Beziehungsweise machen wir das immer lieber so, weil ich glaube, so klappt das auf jeden Fall besser. Obwohl, das ist egal. Also, du musst in dem Ofen irgendwie Einstelle rechts konfigurieren und dann kann ich Einstelle, von wo er was zieht, von welcher Richtung, von welcher Seite. Ach so, und ach so, ja gut, egal. Das haben wir das rauslässt. Obwohl, dann sparen wir uns ein bisschen was natürlich. Das ist natürlich schon besser. Jetzt müssen wir nur schauen. Wir machen jetzt noch die Solarpanel und dann müssen wir noch die Kabel machen und die nach unten verlegen. Mhm. Ich verbinde mal wieder mit der Kiste. Zack. Und dann machen wir jetzt mal das Solarpanel. Das ist jetzt die nächste Sache. Da sammelt sich schon fleißig der Cobblestone in ja. Neu. Der wartet nur drauf, gebraten zu werden. Böser Bub, du. Neue Minecraft nochmal, wollen wir diesmal bei dir Hashtag böser Fisch da machen? Okay. Weil du mich immer runterschubst. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass da immer noch das gleiche Video ist wie beim nach dem letzten Folge, aber naja, von mir aus. So, dann lassen wir offen und craften jetzt einmal das Solarpanel. Und zwar machen wir nämlich dieses Solarpanel. Dazu brauchst du Spiegel. Spiegel, das heißt, Spiegel crafte ich mit Eise unten in der Mitte und eine Reihe Glas drüber. Genau, und da brauche ich wie viel von? Wenn ich es richtig gerechnet habe, brauchst du 11. 11 Eisen. Genau. 11 Eisen, 22 Spiegel müsste dann theoretisch rauskommen. Ja, 22 Spiegel, exakt. Und wahrscheinlich habe ich jetzt mal die verkackt, aber egal. Glas brauche ich jetzt nicht mehr, ne? Wo erst nicht, aber die Redstone von mir kriegst du jetzt. Oh, zack. Die kommen dann in die Mitte. Ja, warte sofort. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen was wegpacken. Ach so, ja. So, dankeschön. Also die kommen in die Mitte, dann kommt ringsrum Holz und oben. Außer die obere drei, genau. Oben kommt dann, dann habe ich 7 Stück. Dann brauchst du nochmal 1. Muss ich doch nur mit dem Spiegel craften. So, warte. Ich brauche erstmal noch Holz, weil das Problem ist, ich habe nicht genug. Ich habe hier, check. Hinter dir liegt. So, dankeschön. Das heißt, ich packe jetzt wieder das Redstone da rein. Dann machen wir wieder Holz drumrum. Und ich habe jetzt noch 10 Mirrors, die setze ich oben rauf. Und jetzt habe ich 7 Solarpanels. Insgesamt oder 8? Insgesamt 7 Solarpanels und ein Mirror noch übrig. Das heißt, ich muss noch 2 Mirrors machen. Ja, genau, so war's. Richtig. Genau. Okay, dann brauche ich jetzt nochmal ein bisschen Glas. Also, dann 2 Eisen noch. Und Glas drüber. Wo ist. Das ist immer das Problem, wenn das Inventar mal so voll ist. So. Ich habe für mein Inventarproblem im Rucksack. Vielleicht ganz praktisch, auch wenn man meine geht oder sowas. Ja, ich habe auch 2 Rucksäcke, aber gerade so. Jetzt habe ich 8 Solarpanels und jetzt hast du gesagt, ich soll noch updaten. Okay, dafür brauche ich die 8 Solarpanels, den habe ich dir. Du hast einen Pisten für mich? Weil du ja kein Redstone hast. Stimmt. Ich bringe dir auch gleich mal einen Pisten.
Ich habe keinen Redstone. Nein! Mehr. Ich bin schon wieder über der Haus drüber kopft. So. Ah, Moment, ich krieg's, ich schaff das. Ja. Boah. Das heißt, mit den Pipes kann ich sogar später noch automatisch, kann ich Kisten und so befüllen, ne? Ja. Theoretisch. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie die funktionieren. Ich wäre ja jetzt auch davor ausgegangen, dass sich das aufteilt, aber bitte, bitte. Dann hast du nämlich ein Solar 2 Panel oder Solar Panel Nummer 2. So, Stufe 2. So, und jetzt müssen wir nur noch schauen. Ich brauche jetzt nur noch die Kabel. Oh ja. Whoop, Wire. Obwohl, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Oder dauert das nicht so lange? Ja, du musst halt wieder ein bisschen was craften. Also, ja, könnte schon ein bisschen dauern. Clay brauchst du auch. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, machen wir das in der nächsten Folge. Bitte vergesst nicht, ich werde jetzt jeden Samstag, es sei denn, es kommt was zu wischen, das werde ich dann nochmal separat sagen, aber sonst einfach von ausgehen, jeden Samstag 18 bis 20 Uhr Minecraft Doors streamen live hier auf YouTube. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, das war es jetzt mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schaut beim Fisch da vorbei, der ist bei mir unten in der Videobeschreibung verlinkt, so wie die ganzen anderen Leute auch. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen zur nächsten Folge und checkt nachher um 18 Uhr mal das Männer-WG-Video ab. Ist auch wieder super schön anzuschauen. Macht's gut, auf Wiedergeschauen. Tschüss.